Hallo Bitches und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen DM-Haul für euch mitgebracht, beziehungsweise DM, Rossmann, Drogerie, beides ein bisschen. Und ich würde sagen, Intro, danach geht's los, aber vorab nicht über den Lärm der Katzen wundern und nicht über den Lärm draußen wundern. Ich weiß nicht, wie man das in der Kamera hört. Vor meiner Tür ist gerade Kirmes. Und ja. Ich glaube, man hört es auch in der Kamera. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann kommt der DM-Haul. Fuck yeah! So, ich habe einiges bei DM eingekauft in den letzten Wochen. Ich kaufe bei weitem nicht mehr so viel, wie als ich noch zu Hause gewohnt habe, weil ich mir denke, okay, du brauchst das einfach alles nicht. Und ich muss gucken, wie ich mit meinem Geld klarkomme. Aber ein paar Sachen habe ich mir dann doch zugelegt, liebe Freunde. Seien wir ganz ehrlich. Wir beginnen haushaltstechnisch. Da habe ich zwei Produkte. Und zwar beginnen wir mit den feuchten Allzwecktüchern von Denkmit. Die mag ich an sich schon sehr gerne. Und die gibt es jetzt mit Granatapfel. Und es gibt schon diese feuchten Bodentücher mit Granatapfel. Die mag ich super gerne. Und deswegen musste ich mir die feuchten Allzwecktücher zweimal mitnehmen. Und ja, 1,25 kostet der Spaß. Und ich mag diese Tücher einfach super gerne. Als nächstes habe ich mir für 1,75 Euro diesen Dr. Beckmann Fleckenteufel gekauft. Für blut- und eiweißhaltige Flecken mit Schnellfleckbindung. Zum Beispiel Milch, Joghurt, Sahne und Blut. Okay, ja, das hier habe ich mir gekauft. 1,75, 50 Milliliter sind enthalten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, tatsächlich, aber ich bin nur meine Frau, ja? Und Unglücke passieren und Blut geht halt einfach nicht so leicht raus. Und deswegen habe ich einige Unterhosen, die natürlich ausgerechnet weiß sind, wo Blutflecken drin sind, die einfach nicht mehr rausgehen. Ich habe die Sachen bestimmt schon zwei, dreimal gewaschen und die Flecken sind immer noch da. Und jetzt hoffe ich, dass ich mit diesem Zeug das Ganze rausbekomme. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Als nächstes habe ich mir bei Rossmann Tee gekauft und es ist jetzt gerade, wo ich dieses Video drehe, der 4. Oktober und ich bin sowas von in Herbststimmung. Ich habe so Bock, ne? Also der Sommer ist so gar nicht meins. Ich mag zwar ganz gerne Sonne, aber über 25 Grad kannst du einfach nichts mehr mit mir anfangen. Keine Ahnung, vielleicht kommen meine Vorfahren aus der Antarktis oder so, ich weiß es nicht. Ich habe mir hier diesen Früchtetee Winterpunsch gekauft mit fruchtig-süßem Aprikose-Mandel-Geschmack. So sieht das Ganze aus. Der riecht auch so ein bisschen nach Zimt, finde ich, und riecht ganz angenehm. Ich habe den jetzt noch nicht ausprobiert. Das Package ist schon leer, nicht wundern, weil ich den umgefüllt habe. Aber ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Dieser Tee hat mich 79 Cent gekostet, weil ich einen Coupon dafür hatte. Da machen wir weiter mit dekorativer Kosmetik. Und natürlich auch an mir ist nichts nicht vorbeigegangen, ohne dass ich irgendwas mitgenommen habe. Und zwar habe ich mir zweimal die Liquid Suedes mitgenommen. Das sind diese hier mit diesem geilen Stein hier oben drauf. Ich finde, das sieht richtig edel aus. Ich werde jetzt nicht swatchen, aber in meinem letzten Make-up-Tutorial seht ihr den anderen davon. Das hier ist zum einen die Farbe Stone Fox, LSCL01 Stone Fox. Das ist ein sehr, sehr dunkles Grau, der gefällt mir sehr gut. Wer mir aber noch besser gefällt und wen ich auch in den letzten Wochen immer und immer und immer wieder drauf hatte, ist dieser hier. Und das ist die Farbe LSCL10 Amethyst. Und das ist, guckt es euch einfach in meinem letzten Video an, liebe Freunde, das ist so ein blau, lila, aber sehr, sehr kühl. Mag ich sehr, sehr gerne. Jeweils 7,85 Euro. Und dann habe ich mir noch aus der NYX Lindry Serie, da stand ich ja relativ lange davor, ne? Weil ich wusste nicht und die ganzen Tester wurden irgendwie geklaut. Leben im Ghetto. Der eine oder andere wird es kennen vielleicht. Ich habe mir hier die Farbe 02 Embellishment gekauft. Und die mag ich ganz gerne. Das ist so ein gräuliches Nude. Also es ist schon ein bisschen außergewöhnlich, aber nicht ganz so außergewöhnlich. Ich lese so häufig von euch, dass ihr sagt so, boah, das sieht voll cool aus mit blauen Lippen oder grünen Lippen, aber ich traue mich das nicht und so. Und ich glaube, dass das hier so ein ganz gutes Zwischending ist. Ja, weil es ist irgendwo ein Nude, aber auf der anderen Seite hat es auch diesen krassen
grau, ghoulisch, death, rotten Effekt. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, dass der etwas mehr die Lippen austrocknet als die bunten Varianten hier. Aber vielleicht hatte ich auch nur einen schlechten Tag, als ich den jetzt verwendet hatte. Ich habe den nämlich erst einmal ausprobiert. Aber generell bin ich begeistert. Das letzte dekorative Kosmetikprodukt, was ich mir gekauft habe, ist ein Illuminating Blush von Catrice. Da habe ich schon zwei Farben von. Und jetzt habe ich mir noch die 010 I Am Nuts About You geholt. Das ist dieser etwas bräunlichere Shade davon. Apropos braun, ich sehe gerade, dass ich einen Kaffeefleck auf meiner Jacke habe. Ja, das ist dieser etwas bräunliche Ton. Das ist jetzt auch schon sehr viele Wochen her, dass ich mir den geholt habe. Und ich habe den, ja, wo es etwas wärmer war, aber nicht so warm, dass ich gestorben bin, auch ganz, ganz gerne getragen. Und der hat so ein bisschen Schimmer mit drin und der ist, meine ich, aus dem Sortiment gegangen. Deswegen habe ich mir den, glaube ich, geholt. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. In einem meiner letzten Videos habe ich es angekündigt, liebe Freunde. Ich bin eskaliert, was Badezusätze angeht. Zwei davon habt ihr schon in meinem letzten Aufgebraucht-Video gesehen, weil ich einfach nicht abwarten konnte. Aber ich habe natürlich noch mehr. Zum einen habe ich hier von TT Sept Sinnesperlen Liebeszauber. Den hatte ich auch schon. Den fand ich auch schon damals sehr gut. Und der riecht so ein bisschen blumig, aber auch sehr beerig. Und den mag ich sehr, sehr gerne und habe ihn natürlich gekauft, weil er reduziert war auf 81 Cent. Wir haben bei uns bei Kaufland so eine Abteilung, wo so Sachen, die bald ablaufen oder wo die Verpackung halt gedamaged ist oder so, da haben wir halt so eine reduzierten Sachen stehen. Und da habe ich den gefunden und mitgenommen. Und ich kenne den ja schon und mag den wirklich sehr, sehr gerne. Dann für, ich glaube, 1,15 Euro habe ich mir diese eine Portion Wärme gekauft. Es gibt ja dieses eine Portion Glück, eine Portion Liebe, eine Portion Analsex, ich weiß es nicht, habe ich hier diese eine Portion Wärme mit Macadamia und Dattel. Und das ist so ein Duft, der ist nicht unbedingt so weihnachtlich oder so, aber er ist schon etwas auf der wärmeren Seite, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie der ist und wie ich den jetzt vertrage, weil ich da ja schon mal Probleme hatte mit Kitzeln in der Nase, was ich jetzt gerade übrigens auch habe. Wir machen weiter mit einem Sprudelbad. Ich hatte ja in meinem letzten Aufgebraucht-Video schon ein Sprudelbad gezeigt. Ich habe mir noch eine andere Sorte gekauft. Und zwar Wärme und Festlichkeit Limited Edition. Und das ist halt wirklich so ein Lebkuchengeruch. Es riecht einfach nach Lebkuchen. Punkt. Also, es riecht einfach nach Lebkuchen. Es ist einfach Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas anderes draufsteht. Duft an duftende Biskuits. Also Lebkuchen. Für mich ist das Lebkuchen. Mag ich sehr, sehr gerne bis jetzt. Ich bin mal gespannt, wie der sich so im Wasser entwickelt. Und Leute, ne? Ich habe so ein bisschen die Badezusätze mir angeguckt und dran gerochen und so. Und dann kam dieser kleine Freund hier, ja? Leute. Leute. Er riecht so krass nach Apfel, ne? Alter Vater, leck mich am Arsch. Mit Apfelkaramellduft. Ich habe so Bock auf den Badezusatz. Oh nein, hier ist ja ein kleines Loch drin. Oh nein. Ja, ich bin super gespannt auf den und freue mich schon, den auszuprobieren. Die kosten alle so um die 1,15 Euro, denke ich. Dann etwas, was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte, ist ein Duschpeeling. Und ich war der Meinung, dass ich mal wieder ein Duschpeeling bräuchte, weil ich hatte tatsächlich gar keins mehr. Und dass ich mein letztes Duschpeeling aufgebraucht habe, ist auch schon etwas her. Und jetzt auch schon zweimal benutzt habe ich That Vanilla Moment von Trackermoon. Ist ja schon länger im Sortiment so, ne? Und ich habe mir gedacht, jetzt so für die Herbst-Winterzeit habe ich mir dieses, ja, dieses Körperpeeling einfach geholt von Trackermoon. Und ich hatte das One Ginger Morning und war damit sehr zufrieden und ich denke, damit kann ich auf jeden Fall nichts falsch machen. Passend dazu wollte ich dann ein Vanille-Duschgel haben. Braucht man, weil ich habe sonst keine Duschgele, ne? Das Ding ist, ich muss wirklich sagen, ich habe mir locker ein Dreivierteljahr keine Duschgele und so mehr geholt, ja? Und ich werde die Scheiße einfach nicht los. Es ist unfassbar. Dann kriegt man hier was geschenkt, auch von Freunden oder Verwandten oder so, weißt du? Und ich sage ja auch nie nein, so.
Und ich komme nicht gegen die ganzen Duschgel an, aber Hauptsache noch eins kaufen. Von Isana war jetzt heute reduziert auf 69 Cent beim Angebot heute. Und ich finde, erstmal finde ich, das sieht mega geil aus, ne? Finde ich, sieht mega geil aus. Riecht auf jeden Fall nach Vanille. Steht hier irgendwas drauf? Schneeglöckchen und Vanillemilch. Ja, nach Vanillemilch. Ja, es riecht so nach Grundschule Vanillemilch. Ohne Witz. Ja. Also ist ein sehr angenehmer Duft. Nicht so krass warm vanillig. Ich weiß nicht, ob man weiß, was ich meine, aber ich weiß, was ich meine. Ja, ist eine Limited Edition. Es gab noch ein anderes mit schwarzer Vanille und Rose oder schwarze Rose und Vanille oder so. Keine Ahnung. Fand ich auch sehr geil. Hallo Nox, die Bär. Aber der hier hat mir dann doch noch besser gefallen und 69 Cent. Und Nox. Hallo, komm hier auf den Schoß. Komm her, Babymann. Komm, schnell. Also, huch. Oh, Entschuldigung. Ja, Snow White, die Dusche. Bis jetzt mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin mal gespannt, wie die sich so unter der Dusche entwickelt. Dann ebenfalls von Isana habe ich mir gekauft, war auch irgendwann mal im Angebot und deswegen habe ich es mitgenommen. Ich immer so. Ich kaufe nie Sachen, also fast nie Sachen, die nicht im Angebot sind. Ich schreibe mir immer so extra Einkaufszettel mit diesen ganzen Angeboten und dann gehe ich immer die Sachen danach so einkaufen. Außer Kaffee und Katzenfutter kaufe ich alles immer nur im Angebot und richte da auch so mein Essen nach und so. So voll bescheuert eigentlich. Aber okay, ich habe mir hier die limitierte Edition Body Cream Smoothie gekauft mit Rhabarberduft und Schimmer. Duschgel, Body Cream. Boah, die riecht aber voll geil. Die riecht wirklich nach Rhabarber. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also Schimmer, das Ding ist, ich habe jetzt auch so ein Ding vom Fenster hängen. Schimmer sehe ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe jetzt auch nur so was Kleines aufgetragen. Aber das riecht halt echt nach Rhabarber, ne? Ich hätte das nicht gedacht. Ich liebe Rhabarber. Also Rhabarber ist ja vielen Leuten viel zu sauer und so. Aber ich stehe da total drauf. Meine Oma immer früher Rhabarber-Kompott, ne? Ich sabber schon, Leute. Boah, das riecht voll nach meiner Kindheit bei Oma. Rhabarber-Kompott. Boah, richtig geil. Ja, Bodycream. Ich wollte mir bestimmt keine Bodylotion kaufen. Ich habe bestimmt gedacht, das ist ein Duschgel, weil ich bin eigentlich so ein Bodylotion-Hasser und ich habe mich bestimmt vergriffen. Aber ist egal, die riecht auf jeden Fall richtig gut und ist eine Limited Edition. Sieht ziemlich sommerlich aus, deswegen weiß ich nicht, ob es die jetzt noch gibt. Zu guter Letzt, ich wieder, ne? Wir haben ja jetzt schon in den letzten Videos und generell in meinem Leben festgestellt, dass ich ziemlich arm bin. Also damit meine ich nicht arm, sondern finanziell arm. Okay? Aber Hauptsache. Hauptsache, sie gönnt sich erstmal OGX Shampoo, was irgendwie 8,95 Euro kostet oder so, ne? Das Ding ist, ich hatte von OGX diese blaue Variante gehabt in der Probegröße Shampoo und Conditioner und habe die übertrieben gefeiert, ja? Hab mir dann aber gedacht so, nee, Jemima, du bist arm, du kannst dir das nicht leisten, ne? Und dann hatte ich irgendwann so einen Moment, wo so mein Gehirn ausgesetzt hat und ich bin zu DM gegangen und habe mir das hier geholt. Mit, also, ich suche dann immer was, um das vor mir selber zu rechtfertigen. Und diese Rechtfertigung war gratis Conditioner. Ist das mein Ernst? Ist das mein scheiß Ernst? Jeden Ende des Monats von Pfand leben, aber Hauptsache 9 Euro Shampoo haben. In meinem letzten Aufgebraucht-Video noch gesagt, wie geil die von Balea sind und dass sie so günstig sind und toll. Was ist los? Was ist los mit mir? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich denke mal, dass die meisten von euch solche Momente kennen werden. Aber ja, das habe ich mir so in den letzten Wochen gekauft. Es ist wirklich extrem wenig, also die ältesten Sachen sind wirklich schon von Juli noch, Ende Juli. Aber ich habe inzwischen einfach andere Prioritäten. Und ja, ab und zu werde ich immer noch im DM-Haul liefern natürlich, aber bei weitem nicht mehr jeden Monat, so wie das früher war, weil ich kaufe einfach im Monat nicht so viel. Das Ding ist, das Einzige, was ich wirklich regelmäßig, wofür ich wirklich regelmäßig in die Drogerie gehe, ist Katzenfutter. Aber ja, falls es jemanden interessiert, wir kaufen Sheba, Empfehlung der Saison,
keine Ahnung, das ist so eine orange Verpackung mit so einem Herbstblatt drauf und ich habe schon totale Angst, dass es die bald nicht mehr gibt, weil Krummbein steht da total drauf und vielleicht kennt ihr das, wenn man anderes Katzenfutter kauft, dann ist das erstmal immer so, human, you kidding me? Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es wird, liebe Freunde. Ich hoffe, dass dieser Drogerie-Haul euch mal wieder gefallen hat. Hinterlasst mir gerne nettes Feedback unten in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich wünsche euch jetzt noch, oder wir, ne, Noxy Bear, du auch, ne? Noxy Bear sagt auch tschüss. Sag mal tschüss, Bibi-Mann. Tschüss. Tschüss. Boah, guck mal, er ist richtig abgefuckt, ey. Musst du nicht, Bibi-Mann. Okay, reicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. Wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sage ich, ciao, ne?